einer von uns, und ich weiß nicht, wer es war, hat sich überlegt, dass wir Videos machen, um euch zu zeigen, wie wir gerade so die Zeit verbringen. Herzlich willkommen in meinem Trainingsraum. Wie ihr euch denken könnt, brauche ich im Moment sehr viel Zeit in der Woche, um wieder gesund zu werden. Da wir ungewollt im Moment sehr viel Zeit haben, weil wir nicht die Dinge tun dürfen, die wir eigentlich tun wollen und können, habe ich mir gedacht, was machst du denn mit der ganzen Zeit? Ja, und jetzt hocke ich hier und muss mir überlegen, was von dem Kram, den ich eigentlich mache, spannend genug ist, um es euch zu zeigen. Deshalb habe ich mir überlegt, ich quatsche ein bisschen über After Effects und Videoanimation. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil wir für Saltatio immer mal wieder bewegte Bildchen brauchen. Wie zum Beispiel das, was gerade hier im Hintergrund war. Dazu gehört für mich tägliche Meditation, mache ich auch hier. Und zweitens tägliche Krankengymnastikübungen. Bis vor dem Unfall hätte ich über die meisten Übungen, die ich da so machen muss, wirklich gelacht. Oder man hat sie mal gemacht als Teil von einem Training. Ich wollte schon immer mal ein bisschen programmieren können, kann ein bisschen was im Bereich Webseiten, aber ich habe mir gedacht, was gibt's denn dann auch? Und dann habe ich dieses lustige Spielchen hier gefunden. Es gibt ja so kleine spielerische Übungen, wie man quasi programmieren lernt, und man lernt so die Grundlagen von all diesen Dingen. Ja, da habe ich mal angefangen, diese Lessons zu machen. Ich bin jetzt ein bisschen zurückgesprungen. Bin da mittlerweile, glaube ich, so in der Qualität der frühen 90er angelangt. Wäre ich also im Entwicklerteam von Street Fighter 1 gewesen, dann wäre ich da der King gewesen. Da ist einiges dabei. Es beginnt, ich gehe die einfach mal mit euch schnell durch. Es beginnt mit einer Mobility-Übung. Das ist einfach das hier. Geht weiter mit einer Spannungsübung. Das ist das hier. Jeweils eine Seite 40 Sekunden und dann die andere Seite. Ich habe also noch einen weiten Weg vor mir, aber ich habe da Spaß dran und werde mich weiter noch beschäftigen. Unter anderem zum Beispiel damit. Das Witzige ist, ich habe mir vorher überlegt, was ich da reinmachen will, ohne zu wissen, ob das tatsächlich funktioniert. Wenn ihr also jetzt gerade was seht, was irgendwie ultra fancy ist, dann hat es funktioniert, und wenn nicht, dann tut es mir leid, dann müsst ihr mit dem leben, was dabei rausgekommen ist. Ich habe mich aber dazu entschlossen, die Szene auf jeden Fall drin zu lassen, komme was wolle. Also ich bin gespannt. Als nächstes hätte ich anzubieten, ein Schwebesitz. Das ist das hier, ganz einfach. Weil wenn ihr ein bisschen mehr nach hinten geht, Rücken gerade lassen und die Hände hier anfangen zu bisschen beben zu lassen, kurze, schnelle Bewegungen, dann merkt ihr, wie das reinhaut. Man muss hier diese Diamanten einsammeln und man muss die Figur lenken. Man muss hier sagen, geh geradeaus und so weiter. Es gibt schon alles. Und das ist eigentlich ganz spannend. Ich bin immer wieder erstaunt, weil letztendlich unsere ganze digitale Welt basiert ja auf sowas. Und das habe ich programmiert. Mein Trainer in der KG war wirklich begeistert von der Übung und hat sie jetzt übernommen für sich. Das ist der gute alte Pferdestand. Das ist das hier. Guckt, dass die Knie einigermaßen gerade sind. Oberkörper ist komplett gerade. Und damit kann man wunderbar die Beinmuskulatur trainieren, ohne den Rücken zu gefährden. Tja, ich mache jetzt mal weiter. Danach werde ich noch ein bisschen spazieren gehen, weil das ist auch sehr förderlich. Und wir sehen uns. Alles Gute.